damit begrüße ich euch mal wieder zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Heute auf dem Sonntag halt wieder mal ein bisschen Lust, hier ein bisschen zu zocken. Jetzt habe ich mich hier gerade mal schön versteckt, in diesem Gemüse hier, oder was das hier sein soll. Jetzt warten wir erstmal, bis die Jungs sich hier verzogen haben. Das wäre ein perfektes Versteck. Weil da oben ist eine Feder, die möchte ich gerne haben. Ab. Ja, du Trommler, weißt nicht wohin? So, jetzt scheinen sie wohl weg zu sein. Der hämmert da schon seit einer halben Stunde an seiner Wand rum. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier mal rüber. Ui, upsa. Hallo Mitzi, kann ich dich streicheln? Ja, oh. Wo ist sie denn? Okay, will sie wohl nicht. So, nochmal mal kicken, ob ich da rüber komme. Oh, was macht er denn? Ach, ich hätte wahrscheinlich die Taste loslassen müssen. Okay, das... Na, noch einmal auf. So, dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Rüber damit hier. Aber was macht er denn? Wieder mal, ey. Mal sehen, ob ich hier auch gleich hochkomme. Ja, siehst du, ich komme auch gleich so hoch. Nee, er lässt immer gleich los. Das ist ja ein Honk. Halt. Na. Muss ich denn vorher erst woanders hinspringen? Oh. Na, das war jetzt Quatsch. Halt zurück. Hey, tut mir leid, keine Ahnung, warum er da immer wieder loslässt. Das war ja doll eben. Na endlich. So hätte ich mal das gleich machen sollen. Gut, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Wer sieht mich denn hier andauernd? Gut, dann machen wir mal das nächste. Oh, da ist noch eine Feder. Dann nehmen wir uns natürlich gleich die Feder und den oder wir machen erst den Schatz. Hallo Schatz. Dann bin ich doch eigentlich gekommen, hätte ich doch eigentlich den Schatz schon längst sehen müssen. Hier etwa eine Höhle. Hier muss doch irgendwo eine Höhle sein. Aha.
Komme ich dann auch wieder raus? Ich habe eine Höhle gefunden. Cool. Ich hoffe nicht, dass ich das knacken muss. Nein, zum Glück nicht. So. Okay, das raus ist ziemlich einfach. Yep. Nein, wo springst du denn hin? So, wo haben wir denn die Feder hier oben? Muss doch da oben irgendwo sein, wa? Ich spring mal hier rüber. Komm ich da jetzt hoch? Nein! Okay, ich muss die mal kurz auswählen. Alt. Feder. 7 Meter. Ach, da drüben hängt. So, hab ich. Dann einmal wieder da zurück. Halt. Und einmal hoch und einmal rüber. Genau. So, das haben wir auch. Hier noch irgendwas? Nö. Supi. Was nehmen wir denn jetzt Schönes? Was haben wir hier Schönes? Eine Feder. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, Entschuldigung. Kommt her, Jungs, kommt! Hey, was ist das? Hey, hier sind wir. Das nehmen wir uns doch gleich mal mit. Einmal rüber über das Bild. Jetzt müssen die da langkommen. Psst, ruhig, Braune, ruhig. Okay, die laufen da lang. Ach, da oben auf dem Haus ist das. Da müsste ich eigentlich locker rankommen. So, eine Feder fehlt mir noch. Kann ich gleich raufspringen aufs Pferd? Nee, leider nicht. Bist du da, Freundchen? Nö, ich bleib nicht stehen. Das ist gar nicht so einfach mit der Verteidigung hier. Ich glaube, ich stelle mich da doch ein bisschen zu doof an bei den Kämpfen. Oh oh. Wir nehmen mal das Gerät. Oha. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte wohl doch woanders hinlaufen müssen. Ah, das macht gar nichts.
Der Konvoi wird bestimmt noch öfter kommen. Machen wir erstmal. Ne, spielen will ich jetzt nicht. Nehmen wir mal diesen Aussichtspunkt. Lass wir erstmal die schnell mal. So, Hottehü, wo bist du? Wo war das Haus jetzt hier? Ach, da. Ey, wieso ist denn kein Pferd da? Wo bin ich denn überhaupt? Okay. Was? 900 Meter? Seid ihr verrückt? Und dann kein Pferdchen hier. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich das Pferdchen anpfeifen kann. Also ranpfeifen kann. Da ist ein Pferd. Oh nein, Glück. Steuern lässt sich das Kamel hier manchmal, du. Okay, ich werde mal hier rum. Ich glaube, das ist doch mal besser, wenn ich zu Fuß gehe. Als mit dem Hottehü hier. Wusch, ging noch mal runter, ey. Ganz so schnell bin ich dann zu Fuß doch und doch nicht. Oder man sollte doch mehr auf den Straßen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt schon mal gewesen bin in dieser Gegend. Ich glaube, das ist dann, glaube ich, die letzte Feder. Ne? Ich glaube, dann habe ich 5 von 5. Ach nee, das ist ja der Aussichtspunkt. Entschuldigung. Klar, den Brief nehme ich doch natürlich gleich mit. Danke dir. Bitte, bitte. So, dann laufen wir mal fix hoch hier. Nein. Drehen wir um. Dahin sollst du. Dahin sollst du. Da sollst du hoch. Ja. Und einmal hoch. Klettert. Dann einmal da rein. Einmal hier hoch. So rüber. 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 Und rüber. Und rüber. Da habe ich mich letztens auch ein bisschen doof angestellt. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Und synchronisieren. Ja, langsam wird es dunkel, so wie es aussieht. Ein bisschen wehgetan, aber ansonsten war alles gut. So, hier haben wir noch ein Federchen. Eine Federchen. Ah, da oben ist er. Ich wollte gerade sagen, da kommst du nicht hoch, oder was? 5 von 5. Cool, selbst diese Stange dreht sich hier. Ist ja cool. Die Federn im Concorde finden. Das machen wir doch glatt. Ich hoffe, dass es die hier oben sind. Haus? Ach so, Hausierer.
Was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wo ist der? Da drüben, 92 Meter. Den nehmen wir aber auch unser Rotte Hü mit. Nee. So. Ist wieder ein Baum oder ist das mal was anderes? Oh, diesmal ist es wieder ein Türmchen. Irgendwie fehlt mir Boston jetzt momentan. Das mit den Städten und so. Das mit den engen Gassen und so. Das finde ich eigentlich so richtig geil. Meine Güte, kann der klettern, Junge. Subi, und einmal abgesprungen. Nein, du sollst doch nicht pfeifen, du sollst raus, Mensch. So, dann nehmen wir diesen Aussichtspunkt gleich mit. Erstmal die ganze Karte schön aufdecken. Haben wir gerade richtig geschafft mit der Wache. Es regnet. Wie ihr seht. Ne, hier war ich noch nicht. Das kommt mir alles so und nicht wirklich bekannt vor mit den ganzen Häusern, weil hier ganz schön viele Häuser stehen. Tja, bleibe ich auf dem Weg hier oder reite ich hier quer durch? Na, ich werde mal auf dem Weg bleiben. Ey, was denn nu? Da war wohl gerade eine unsichtbare Wand. Das war wohl richtig, dass wir hier auf dem Weg bleiben. Obwohl es mehr wird. So, ich hoffe, dass jetzt ein Weg nach links geht hier, aber so wie es aussieht. Ja, doch, hier geht einer nach links. Da geht es auch zur Hauptmission. Vielleicht sollte ich dann doch mal wieder mal langsam zur Hauptmission zurückgehen. Nein, hier hat sich keiner verkrochen. Mal sehen, kommt er hier hoch? Ja, wunderbar. Oh, das muss ich zwar mal eine Rotte hier zurücklassen. Warte mal deine Backen, mein Freund. Spiel dich mal nicht so auf hier. Mein Freund. Das hättest du mal lieber sein lassen, Sohn. Das tut mir nur mal leid für dich. So, hier komme ich natürlich nicht hoch, oder? Oh doch, hier komme ich hoch. Nochmal hoch aufs Bäumchen hier. Ach, hier ist gleich beides. Cool. Fehler und Aussichtspunkt. Kann ich da runterspringen? Nee, nimm die. Nein! Ach, geht doch. Boah, ich dachte schon.
Lass die mal hängen. Und fallen lassen. Ja, sag ich doch, ich hätte reinspringen können. So. Sind wir ja hier schon ganz in der Nähe. Achso, was ist das? Abenteuer. Das hatten wir ja, glaube ich, letztens schon. Also hier. Kuriermission. Gott, dann laufen wir da mal fix hin. Sind ja nur 300 Meter. Mein Hortihü ist ja wahrscheinlich wieder irgendwo. Macht wohl wieder eine Pause.